Ihr Lebenswerk war die Erforschung der deutschen Sprache. Sie sind die Mitbegründer der Germanistik, eben jener Wissenschaft, die sich mit deutschsprachigen Büchern, Gedichten und Texten auseinandersetzt. Sie sind die wohl bekanntesten Kinder Hessens und weltberühmt durch ihre Märchensammlungen. Aber wer sind eigentlich die Brüder Grimm? Jakob und Wilhelm Grimm wurden 1785 und 86 in Hanau geboren. Kurze Zeit später zog die Familie nach Steinau an der Straße, wo ihr Vater Philipp Wilhelm Grimm Amtmann war. So nannte man damals Landräte und Richter. Jakob und Wilhelm hatten noch vier weitere Geschwister, die alle gemeinsam aufwuchsen und in einem guten Verhältnis zueinander standen. Als der Vater der Familie 1796 starb, zogen Jakob und Wilhelm als einzige der Familie zu ihrer Tante nach Kassel, um dort das Abitur zu machen. Schon zu dieser Zeit waren Jakob und Wilhelm ein Herz und eine Seele, und bis zu ihrem Lebensende sollte sich auch daran nicht viel ändern. Sie lebten weiterhin gemeinsam, forschten und arbeiteten. Nach ihrem Schulabschluss gingen die Brüder gemeinsam 1802 bzw. 1803 nach Marburg, um dort Recht zu studieren. Das nennt man heute Jura. Ihr Wohnhaus in der Barfüßerstraße steht übrigens noch heute. Durch Friedrich Karl von Savigny, einen ihrer Lehrer in Marburg, gelangten Jakob und Wilhelm erstmals in Kontakt zu einer größeren Ansammlung an Texten und Werken der Zeit der Romantik. Das ist eine Epoche, deren Texte und Werke sich durch eine besondere Charakteristik auszeichnen und die eben zu dieser Zeit aktuell war. Die Brüder Grimm entdeckten ihre Leidenschaft für Literatur und Texte aus dieser Zeit und beschlossen, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern in der literarischen Romantik zu forschen und zu arbeiten. Diese Gruppe der Sprachwissenschaftler nennt man heute übrigens noch die Heidelberger Romantiker. Im Jahr 1807 begannen sie zudem, Märchen zu sammeln und mündliche Überlieferungen aufzuschreiben. Jakob und Wilhelm haben die Märchen also nicht selbst geschrieben, sondern sie zusammengetragen. Sie waren demnach keine Autoren, sondern die Herausgeber. Eine der wichtigsten Quellen der mündlichen Geschichten, die die Brüder Grimm aufschrieben, war Dorothea Fiemann, die Brüder Grimm während ihrer Zeit in Kassel kennenlernten. Sie konnte Überlieferungen zufolge über 40 Märchen auswendig aufsagen, die dann von Jakob und Wilhelm schriftlich festgehalten wurden. Die erste Ausgabe der weltberühmten Kinder- und Hausmärchen erschien im Jahr 1812. Insgesamt wurden bis 1850 sechs Ausgaben veröffentlicht. Die Märchen sind mittlerweile weltweit verbreitet und in über 150 Sprachen übersetzt. In der weiteren Zeit lebten Jakob und Wilhelm Grimm vorwiegend in Kassel, wo sie lange als Bibliothekare arbeiteten und weiter im Gebiet der Literatur forschten. Im Jahr 1812 veröffentlichten sie den ersten Band der deutschen Grammatik. Das ist bis heute ein Standardwerk in der Germanistik. Zu dieser Zeit gab es nämlich noch gar keine festen grammatikalischen Regeln und Gesetze der deutschen Sprache, wie wir sie heute kennen und in der Schule lernen. Unter anderem die Brüder Grimm waren hier Vorreiter auf diesem Gebiet. Ja, so blöd es vielleicht manchmal ist, Grammatik lernen zu müssen, so wichtig ist es doch auch, dass wir uns alle in Wort und Schrift verstehen können. Später arbeiteten die Brüder Grimm als Professoren in Göttingen, ehe sie weiterhin ihr Leben gemeinsam fortführten. Wilhelm Grimm starb 1879, sein Bruder Jakob 4 Jahre später. Begraben liegen die beiden in einem gemeinsamen Grab in Berlin. Der kulturelle Beitrag, den Jakob und Wilhelm Grimm durch ihre Märchenansammlung und ihre Forschung in der Germanistik leisteten, ist riesig. Hätte es damals Literaturpreise und Titel wie heute gegeben, so hätten die beiden mit Sicherheit einige davon gewonnen. Als Erinnerung und Würdigung an ihr Lebenswerk wurden Jakob und Wilhelm Grimm in der letzten Ausgabe der Deutschen Mark, unserer Währung vor dem Euro, auf der 1000-Mark-Note verewigt. Die Grimms Märchen waren, sind und werden vielleicht auch immer Bestandteil vieler Abende sein, an denen Eltern ihren Kindern etwas vorlesen. Wenn ihr das nächste Mal in Marburg unterwegs seid, beobachtet aufmerksam Häuserfassaden, Mauern und Statuen. Im gesamten Stadtgebiet tummeln sich nämlich als Grimm-Dich-Fahrt die Erinnerungen an die bekanntesten Märchen von Jakob und Wilhelm Grimm.